Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Tide. Heute spielen wir die Raffinerie auf der Stufe 5. Mit ganz vielen hier Wauwaus. Und mit dem Bolter heute mal. Oder nicht mit dem Bolter, mit der Bolt-Pistole. Ich muss es ja richtig sagen. Und ja, wir haben das Talent, dass wir wieder, wenn wir Schützen ausschalten, mehr Fähigkeit zurückbekommen. Und ich habe diesmal nicht das Talent genommen, wo wir unsere Ausdauer verlieren, dafür aber mehr kritischen Schaden machen. Habe ich diesmal nicht genommen. So, der Crusher ist weg. Nice. Und ja, sollten mal zu viele Crusher oder Berserker vor uns kommen, können wir hier mit dem Dauerfeuer rein, beziehungsweise mit dem automatisch. So, da hinten war ein Berserker gewesen, aber der ist nicht so gefährlich, der Einzelne. Oh, hier ist ein bisschen Munition. Ich bleib dann mal schön hier stehen. Und gucke, ob ich vielleicht hier den Trapper... Ne, den bekomme ich nicht. Dann nehme ich nochmal die Munition hier mit. Wir brauchen nämlich ganz, ganz viel Munition. Oh, schade, dass ich den jetzt davor nicht gesehen habe. Ich würde gerne unserem hier Ogren helfen, aber ich komme gerade schlecht dahin. Und kommt auch irgendwo ein Bomber. 3, 4 Schüsse haben wir gebraucht. Wenn ich mal ein bisschen mehr auf die Schwachstellen feuer, sollte es deutlich, deutlich besser gehen. Ich glaube, der kommt hier raus. Wir warten kurz. Oh, hier ist ein Mauler, dann kümmern wir uns erstmal um die Mauler. So, wo kommt unser... Ich sehe ihn echt nicht. Ich sehe den hier Mutant immer noch nicht. Also ich weiß nicht, wo der jetzt eigentlich herkommt. Aber das ist doch nicht so dramatisch. Wir gucken mal, ob es hier noch was zu mitnehmen gibt. Vielleicht ein Medikit oder sowas. Lasti ist auch gut. Ich habe ja wieder zu viel ausgegeben. Ich habe was ganz Dummes gemacht. Ich habe einen anderen guten Bolter bekommen. Mit 80 Schaden. 80 hier Munition, ich glaube, was war es noch? Anhaltepower. Und ich dachte mir, wenn ich ihn upgrade, bekomme ich vielleicht was Gutes. Naja. Lange Geschichte, kurz gefasst. Nee, war nichts Gutes drin. Ich habe genau den gleichen Trade wie auf dem Bolter bekommen. Wenn ich ziele und schieße, kriege ich höhere kritische Trefferchance. Und ja, das ist leider allzu oft passiert, das mir momentan. Dass ich hier nur, ich will nicht sagen Müll bekomme, aber nicht so tolle Trades bekomme. Und das finde ich ein bisschen schade. So, wir gehen mal hier hoch, bevor der Hund hier hinkommt. So, ich komme hier nicht, leider komme ich nicht mehr an die ran. Okay, wir haben einen Flamethrower. Und unser Mate hier hat, glaube ich, eine Lasgun. Und unser Ogren hat hier den Granatwerfer, den haben wir schon gesehen ganz am Anfang. Genau hier, eine Lasgun. So, wir versuchen mal hier die Shotgunner schnell wegzuholen. Die werden sonst hier sehr gefährlich. So, dann versuchen wir mal hier die Wauwaus wegzuholen. So. Oh, und ein Wauwau hat uns auch erwischt. Da waren aber auch gerade echt viele Specials hier unterwegs. Okay, so. Mal gucken, da hinten ist der Bomber. Der Mutant ist ausgeschaltet. Den Flamer können wir hier so wegholen. Dann holen wir hier noch den hier weg und dann mal schnell den Bomber hier. So. Oh. Ich hoffe, der wirft uns zurück. Ja, okay, der wirft uns irgendwo anders hin. Ist in Ordnung. Weil ich wollte mir gerne nochmal eine Ladung hier holen. Um ein bisschen mit mehr Leben hier reinzugehen. Aber ja, mit der Boltgun sind wir nicht so ganz flexibel unterwegs wie mit den anderen. Oh, und natürlich hat er uns auch direkt wieder im Sprung bekommen. Das sind wir auch gewöhnt von den Hunden. Aber naja, dafür sind wir vielleicht ein bisschen besser gegen hier die dicken Ogrens und so dran. Und naja, alles Kleine können wir eigentlich auch mit einem Schuss ausschalten. Ich habe extra nochmal den Trade für die Flakpanzerung gestern rerollt. Ich wollte gestern doch nochmal eine Runde aufnehmen, aber... habe ich dann doch nicht gemacht. Und... okay, da gibt es noch ein bisschen Munition, das ist gut zu wissen.
Und das sollte jetzt auch genug sein, um das Zeug hier wegzuholen. Alle mit der Flakpanzerung. So. Wir hoffen mal, dass wir den Hund hier auch bekommen. Erstmal holen wir den hier weg. Und dann müssen wir... Okay. Ich finde es echt schrecklich, dass es mit dem Ausweichen einfach so gut wie gar nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob es irgendwie noch was hier Besonderes gibt, worauf wir achten müssen, dass wir vielleicht gar nicht ausweichen oder uns dann nicht bekommt, aber ich bin mir echt nicht so sicher dabei gerade. So, okay, den Shotgun haben wir. Wir versuchen mal hier dem Plague Ogren ein bisschen weh zu tun. Mit unserer Bolt-Pistole geht es ja relativ gut. Aber vielleicht sollten wir auch ein bisschen hier Munition sparen und den so wegholen. Das ist nämlich nicht mehr so viel, was er hier hat. So, wir gucken mal, dass wir vielleicht hier die paar Gunner noch bekommen, die hier rumstehen. Einen haben wir. Den anderen haben wir auch. Und irgendwo ist ein Sniper. Den haben wir aber. Und dann holen wir nochmal den Hund hier schnell weg. Und vielleicht den Bomber. Der Hund lebt immer noch. Wollt natürlich wieder direkt auf uns hier drauf. Okay, unser Mate da hinten geht soweit gut, so wie es aussieht. Wir gucken mal in die Kiste. Ist natürlich leer. Wer hätte das gedacht? Aber ja, ich bin gerade froh, dass wir ein bisschen hier seltenere Maps spielen können. So oft haben wir das Glück ja nicht, dass wir die Maps hier bekommen. Und wir müssen erstmal hier alle vorne wegholen. Ich lasse mal die Mates den... Okay, niemand rettet den, dann hole ich ihn holen. Hoch. Oh, der Hund hat uns nicht getroffen. Das ist ja schon nahezu ein Wunder. So. Jetzt müssen wir gleich entweder hier unten durch oder nach oben. Ich gehe ganz gerne nach hier oben. Und guck dann mal, wie wir hier... Oh, das ist ein Flamer. Wir gehen mal wieder ein Stück zurück. Ich möchte nicht so viel von meinem Schild verlieren. So. Aber vom Gefühl her hat die Bolt Gun jetzt weniger Munition als unser Plasmagewehr. Was ich eigentlich auch noch upgraden wollte. Ich muss mal gucken, was es beim Plasmagewehr auch noch zum Upgraden gibt. Erstmal holen wir hinten die Bomber weg. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier die Hunde noch so wegbekommen. Hier irgendwo noch hochkommen. Einen haben wir bekommen, noch ein anderer ist irgendwo anders. Okay, den bekommen wir aber so. Ja gut, extra Hunde ist ja bekanntlich, dass es ein bisschen anstrengender wird. Hier ist eine Kiste, mal gucken. Vielleicht Munition, das wäre schön. So. Wir können den ja das Schild öffnen, indem wir dagegen schießen. Das machen wir jetzt auch mal. Und dann kommen wir auch mal runter. Nicht, dass uns hier oben irgendwas holt. Das wäre ungemütlich. So, ich glaube, da hinten war irgendwo ein Sniper. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht noch was zum Mitnehmen bekommen. Wenn nicht, holen wir die Gunner so gut das geht so hier weg. Mit unserer Bolt Gun. Ich muss damit nur ein wenig besser zielen. Was so gerade das Hauptproblem ist. So. Oh, da ist auch noch ein Gunner hier. Ich glaube, das reicht nicht mehr aus. Wir laden so lange nach. So, den bekommen wir aber noch. Na, ich glaube, ein Schuss hat gefehlt. Ein Schuss hätte gefehlt für den Mutant. Ja, ein Schuss hat wirklich gefehlt. Okay, unsere Mates gehen nach hier oben. Wir folgen mal. Ich hätte nach unten gerne reingeguckt, aber es ist jetzt ein bisschen zu spät. Weil vielleicht hätten wir ja noch was Gutes bekommen. Aber ich bin mir da gerade nicht so sicher. Deswegen bewege ich mich mal langsam hier hin zur Treppe. Und versucht die auch mal zu halten. Und scheint hier ein ganz guter Spot zu sein. So, unser Salad räumt ja auch ordentlich auf mit dem Flamer. Und hier ist auch noch ein Gegner mit dem Flamer. So, aber das haben wir geschafft. So, ich laufe aber nochmal hier durch. Denn vielleicht bekommen wir noch ein bisschen hier Zeug zum Mitnehmen. Aber ich sehe hier nichts so weit. Gehen wir nach oben. Ich glaube, oben geht es auch noch ein Stück weiter. Komm schon, irgendwie... Na, Diamantino, okay. Sei in Ordnung. So, den Bomber haben wir.
Den haben wir auch. Den Doggo haben wir. Und jetzt gehen wir mal nach hier oben. Und schade, dass wir... Ach, auf die Seite müssen wir über die Leiter gehen. Okay, das macht Sinn. Ich weiß aber nicht, ob ich unseren Mate da oben noch irgendwie bekomme. Ich habe meine Granate hochgeworfen. Die sollte noch ein bisschen helfen. Aber so schnell war ich dann auch nicht. Ich muss ja noch gucken, ob es hier irgendwie Zeug in den Kisten gibt. So eine Munitionskiste wäre nämlich ganz nett für uns. Vor allem auch für unsere Mates. Vielleicht finden wir da noch eine. Ich guck mal schnell. Hier unten gab es auch noch eine Kiste, wo ich unbedingt reingucken wollte. So, und... Oh, wer hat's gesagt? Da haben wir eine Munitionskiste gefunden. Nice. Ja, deswegen gucke ich ganz gerne wirklich nochmal in jede Ecke. Wenn wir jetzt nicht gerade voll sind. Ein bisschen mehr Munition. Für später ist es schon mal eine gute Idee. So, wir haben ja auch gerade nicht so viele Clips hier gefunden. Das ist schon ganz nett, dass wir die Kiste gefunden haben. So, da hinten gibt es einen Mutant. Den haben wir aber. Wir holen mal hier den Tripper weg. Und kümmern uns dann mal ein bisschen hier um die Gunner. Ja, beide Hunde wollten gerade auf uns gehen, aber nur einer kann uns natürlich bekommen. Ja gut, mit den EX-Hunden ist es schon besonders angenehm. So, ich schau mal, dass ich hier irgendwie in Deckung komme, aber hier ist nicht so viel Zeug. Da war ein bisschen Munition für eine Zelle, das ist nice. Und wir können uns auch mal ein bisschen mehr leer schießen. Wir müssen auch nicht immer direkt einen Clip nehmen. Zumindest wäre das zumindest mal eine gute Idee. So, währenddessen gucke ich mal, dass ich hier möglichst viele hier Schützen wegbekomme. Oder eher wegholen kann. Und ja gut, die Welle wird so oder so kommen. Dann mache ich das hier mal. Guck mal hier rein. Und hol hier mal den Doggo weg, der viel zu viel aushält. Und hab mir mal einen Clip hier aus der Kiste genommen. Ich lasse den einmal drin, vielleicht braucht den später noch jemand. Muss gucken, dass wir den Bomber hier vielleicht bekommen. Okay. Bomber hat sich selbst bekommen. Ist auch in Ordnung. Ich wurde gerade auch komisch geschlagen. Also mich wundert es gerade nicht, dass unser Mate hier auch drauf gegangen ist. Vielleicht hat der Server gerade ein Problem gehabt. Kann ich nicht so genau sagen. Oh, ich habe hier ein Fass aus Versehen angezündet. Ist aber nicht so schlimm. Wenn wir hier erstmal die Kleinen wegholen, können wir auch die Gunner hinten wegholen. Das sollte uns ein bisschen mehr weiterhelfen. So, die haben wir. Den bekommt unser Okrim. Jetzt müssen wir noch ein zweites und ein drittes, glaube ich, machen. Das war's hier, glaube ich. Na gut, ich nehme mir noch ein bisschen Munition hier mit. Und dann gehe ich mal hier hin. Hol die Beule hier weg. Okay, aber das wird nicht so ganz klappen. Oh, ich glaube, jemand ist gerade auch gestorben hier hinten. Das ist nicht so schön. Ich habe auch eine Mission, dass niemand sterben darf. Aber es ist bisher leider nicht möglich gewesen. So, okay. Ich kümmere mich mal um die Beule hier. Okay, das hat ausgereicht. Jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen hier um die ganz normalen Gegner. Und dann holen wir mal unseren Mate hoch. Wir sollten genug Freiraum haben, um ihn gerade hochzuholen. Auch wenn wir jetzt zweimal gehauen... Oh, hat nicht ausgereicht, okay. Dann holen wir die mal so normal weg. Wir müssen jetzt nicht unbedingt eine Granate hier für 5 Gegner benutzen. So. Dann ab in den Aufzug gleich. Und nichts wie weg hier. Ich nehme ja auch nochmal eine Ladung hier raus. Vielleicht war das nicht so eine gute Idee, wenn weil hier irgendwo ein Sniper rumläuft. Aber ich sehe den gerade auch nicht. Das heißt, der ist entweder schon weg. Oder er läuft noch. Der läuft noch. Irgendwo auf der Seite habe ich den gerade, glaube ich, gesehen.
Deswegen stelle ich mich mal hier hinter und nutze mal gleich unsere Fähigkeit. Nicht, wenn wir im Aufzug sind. Oh, ja, da ist der Sniper. Genau davor hatte ich jetzt gerade Angst gehabt. Aber da haben wir ihn jetzt auch weggeholt. Wir haben zwar ein bisschen Leben verloren, aber wir sind nicht durch den Sniper draufgegangen. Ich glaube, ich kann jetzt leider nicht nachsehen in unsere Trinkets und so. Finde ich ein bisschen schade. Weil mit halt kann man mit Tab hier nachschauen, aber hier leider nicht in Dark Tide. Vielleicht. Oh, okay. Der poppt einfach bei uns auf. Oh, hier ist irgendwo ein Trapper drin. Okay, hier war ein Trapper. Warte, hier ganz viel Zeug war hier gerade gewesen. Wir haben einen Jäger, einen Bomber und einen Scharfschützen gerade bekommen. Ich bin doch lila. Ja, ich bin lila. Ich weiß nicht, ob ich den hier... Okay, es hat ausgereicht. Okay, gut, gut. Ich hatte nämlich gerade Angst gehabt, dass unser Mate hier noch vom Bomber weggeholt wird. Aber wir konnten den Bomber dann gut staggern. Beziehungsweise ich glaube, dass unser Mate ihn auch gestaggert hat. So, was gibt's denn hier? Hier gibt es ein bisschen Diamantin, was ich nicht aufnehmen kann. Ich kann zwar markieren, aber nicht aufnehmen. Bisschen schade. Aber das ist leider so. Das ist uns heute nicht zum ersten Mal passiert. Ich glaube, hier oben war auch so eine Ecke, wo wir Diamantin nicht wirklich aufnehmen konnten. So, ein bisschen Plastik ist ziemlich nice. Und irgendwo läuft jetzt ein Doggo rum. Aber wir kümmern uns mal hier ein bisschen mehr um die Berserker. So, okay, wir haben hier einige gerade weggeholt. Vielleicht können wir den hier auch noch holen. Boah, es hat perfekt ausgereicht. Nice. So, Plastik nehme ich mit. Und dann versuche ich mal unseren Mädchen ein bisschen zu helfen. Und wir laden mal nach, bevor wir hier weitergehen. Sonst wird es ungemütlich. Oh, hier ist noch ein Becher. Den können wir aber schnell wegholen. Wir sind ja zu viert und er ganz alleine. Okay, unser Mate hat hinten den Flamer weggeholt. So. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen helfen. Wir wollen den Trapper hier wegholen. Sonst wird es hier gemeingefährlich. So, da hinten ist ein Berserker. Hier ist ein Sniper, den habe ich. Den Berserker habe ich auch. Wir holen jetzt nochmal ein paar kleine hier weg, bevor wir den Dingens hier bekommen. Okay, nice. Und wir laden mal nach, dass wenn hier gleich die Hunde kommen, dass wir auf die auch feuern können. Oh, jetzt kommen hier ein paar Mauler. Wir müssen mal unsere Power Sword schön aktivieren. Aber wir haben hier eine gute Position, also ich könnte mir vorstellen, wenn hier nicht so viele Gunner sind wie gerade heute, hat man hier echt ein deutlich einfacheres Spiel. Ich helfe mal hier hinten kurz ein bisschen mit, weil hier die Gunner kommen gerade. Und irgendwo kommt auch ein Bomber, das ist also ein Boxburster, die sich hochjagen. Zumindest habe ich da gerade eben mal was gehört. Ja, das hier hinten. Ich guck mal, ob ich den bekommen kann. Ob ich den schnell bekomme. Nee, aber der läuft woanders lang. Wir schauen mal, dass wir nur noch hier runterkommen. Ohne von den Hunden umgetroffen zu werden. Oh, wir haben einen bekommen. Nice. Ich glaube, den einen haben wir nicht bekommen. Aber wir haben ihn gut wegschubsen können. So, ich werfe mal eine Granate da rein. Und ich sterbe hier unten anscheinend. Naja, es ist, wie es ist. Das Monster hat mich gerade gut abgelenkt. Oh, es sieht generell nicht so gut aus. Nö, nö. Heute wird es anscheinend nichts. Hätten wir noch oben ein bisschen mehr gewartet, wäre das vielleicht ein bisschen besser gelaufen. Aber wir können auch nicht immer gewinnen, leider. Ich glaube, warte, letzte Folge war, glaube ich, ja auch die Raffinerie gewesen. Die ging ja relativ gut aus. Die ging jetzt hier, naja, nicht so gut aus. Wir hätten wahrscheinlich oben warten müssen, aber es ist jetzt, wie es ist. Vielleicht schaffen wir es in einer der nächsten Folgen. Ich habe mal wieder die Augen offen, dass wir die Map nochmal bekommen. Wir spielen die viel zu selten. Aber wahrscheinlich bei meinem Glück spielen wir aber den Schmelzofen als nächstes. Oder irgendwie sowas. Naja, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.